Hallo liebe Stella-Junkies, heute schließen wir mal einen Wechselrichter an. Wir sind auf der Netzseite, also bei 220 Volt. Hier sind die Leitungen und den schließen wir jetzt an die Lüsterklemme an. Auf der Leitung darf natürlich keine Spannung sein, sonst geht der Wechselrichter gleich kaputt. Also nicht irgendwie rückwärts einspeisen. So. Beim Anschluss ist zu beachten, man hat einen Schutzleiter, den grün-gelben, einen Nullleiter oder einen Neutralleiter. Und einmal die Phase schwarz in diesem Fall. So. In welcher Reihenfolge man die Adern einführt, ist egal. Ich fange jetzt meistens immer mit dem Schutzleiter an, damit das Gehäuse und alles schon das richtige Potenzial hat. Dann N für Null Leiter oder Neutralleiter. Und dann die Phase oder Außenleiter genannt. So, damit wären wir netzseitig fertig. So, nun kommen wir zur Batterieseite. Wie ihr wisst, steuere ich meine Wechselrichter. Sieht man in einem anderen Video über die Spannung der Batterien. Ja. Dafür habe ich hier zwei Relaisohre und der Wechselrichter schließe ich erstmal hier an. So, somit ist die Steuerung gewährleistet. Wir können auch die Relais wieder reinmachen.
Wie ihr seht, kann man hier ein- und ausschalten. Die Wechselrichter. Und wie gesagt, über die Spannung werden sie ja dann automatisch geregelt. Nun kommen wir direkt zum Wechselrichter. So, jetzt schließen wir den Wechselrichter auf der Batterieseite an. Hier ist Rot, hier ist Plus, unten ist Minus. Wie wir wissen, schließen wir erst immer Plus an. So, nun kommt der entscheidende Moment. Da jetzt der Wechselrichter ja einen Funken macht und man erschreckt dann auch die Kontakte hier, die Metalle mit der Zeit kaputt macht, gibt es eine einfache Methode, um diesen Funken zu umgehen. Und zwar nimmt man einfach eine Birne, eine 12 Volt Birne vom Auto oder von Moped oder Motorrad oder wie auch immer. Es muss auch jetzt keine RAS 7 wie jetzt sein, es kann auch eine ganz einfache Glühbirne 21 Watt, 5 Watt oder so, weil umso kleiner natürlich, umso länger dauert. So, wir nehmen ein Kabel mit zwei Krokodilsklemmen. Die eine schließen wir am Minus an, der Batterie. Die andere schließen wir hier an der Dammbahn und mit dem anderen Pol nehmen wir noch ein Kabel am besten. Machen noch eine Krokodilsklemme hier ran. Und gehen dann mit dem anderen Ende des Kabels an den Pol des Wechselrichters. Jetzt wird kurz die Lampe aufleuchten. Jetzt wird kurz hier die Lampe aufleuchten. Und dann sind die Kondensatoren aufgeladen. So, jetzt sind die Kondensatoren aufgeladen und jetzt kann man auch den Anschluss, den Minus, hier an. Und so hat man diesen Funken übergangen. So, jetzt nehme ich den Mausschlüssel und schraube die Muttern fest. Dabei ist darauf zu achten,
dass man nicht ans Plus kommt. Den Plus abdenken und den, danach den Minus abdecken. Ja, abdecken deswegen, dass man hier nicht an, sonst gibt es ja einen richtigen Kurzschluss. Man kann ja auch mal ausrutschen. Dann ist natürlich alles zu spät. Beim Plus ist das schon einfacher. Und somit wird der Wechselrichter wieder angeschlossen. So, wollen wir Funktionsprobe machen. Durch das kurze Zucken des Lichts wissen wir, dass jetzt wieder auf Solarstrom umgeschaltet worden ist. Also so kann man den kurzen Funken entgehen, indem man eine besten so eine 21 Watt, 12 Volt, 21 Watt Glühbirne oder 5 Watt Glühbirne nimmt und diese erst in den Stromkreis einbringt und somit die Kondensatoren sich erst aufladen können. Dann kann man mal ran und dann die Zeit nicht mehr funken. Wer natürlich keine Angst hat und es nichts ausmacht, der kann natürlich auch weiterhin einfach voll Klatsch machen. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bitte abonnieren. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kommentare bitte unten rein. Also, ciao.